3, 2, 1. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight Let's Play with Friends. Und ja, wir nehmen diesmal wieder mehrfach auf. Und diesmal ist es auch das erste Dead by Daylight Video für die Mika. Ja. Und ja. Das erste offizielle Video für den Mario, ne? Also vom Dead by Daylight. Richtig. Wir haben ja schon einmal eine Probeaufnahme gemacht und er hat gesagt, ne, die ist scheiße, nehmen wir nicht, da sind wir gestorben. Ja, gut, wenn man mit ja, sowas anfängt, kommt das auch nicht besonders gut. Gebe ich zu. Ich sehe gerade die Ränge. Rocco 19, normal. Bei mir 17, im Durchschnitt, kurz vor 16. Mika 16 ist normal. Mario 13? Ja. What the fucking hell is that going on? Ich hab den hochgepusht. Ich hab mich gecarried. Ich hab ihn gecarried. Lerne von den Besten, ne? Bevor sie dich mit dem Arsch einreißen. Was? Wie bitte? Was ist da los? Ja, ja, lerne von den Besten und dann verrate sie, bevor sie dich mit dem Arsch einreißen. Oh, das so. Ja. Ich sag dir jetzt nichts. Schauen wir mal, was wir für Runden heute kriegen. Die Runden beim letzten Mal waren ja richtig gut gewesen am Ende. Auf die erste. Ja, die war genau. Dumm. Ja, aber danach, ne, wir haben ja beim letzten Mal nur eine einzige Folge aufgenommen, weil wir dachten, ne, komm, wir müssen es die ganze Zeit aufnehmen, wir haben ja nichts gelabert. Und dann auf einmal bam, 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 die Kinder so auf die Fresse bekommen. Oh, das ja. Kannst du doch nicht beschreiben. Ja. Ja, die waren so gut. Die waren komm, viel zu ich bin bereit. Links, rechts, links. Stell mal vor, es ist jetzt wie bei hätte ich vorher nochmal wechseln sollen. Hast du Mac Thomas genommen? Ja. Ich will ja Jack Park und McDonald's McDonald's. Was ist mit dir los? McDonald's, hab ich gesagt, nicht McDonald's. Mac Thomas natürlich will ich hier auch leveln. Ja, und ich nenne sie auch immer McDonald's Pommes oder McPommes. Das passt einfach besser. Ja. Für mich ist sie immer noch Maggie. Maggie? Und du bist unsere Claudette. Chloe. Claudette, Alter. Das klingt wie ja, Rosette. Klo. Alter. Ich sag immer Claudette. Claudette. Claudette, Claudeckel, Alter. Die Klodecke. 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 Die Klodecke. Die Kloschnäpfe. Was? Keine Ahnung. Das ist schon zu viel, Alter. Oh! Oh! Oh? Freddy ist noch gar nicht drin. Echt? Ich nicht? Bin noch gar nicht dran. Ich jetzt bin ich alle. Direkt hinter dir. Ich sehe euch alle. Hallo. Mika ist da. Achso, vorne. Hi. Mika ist hallo. Da. Wo ist Rocco? Hallo. Ach, bei dir. Warte, Vereinigung. Punkte. Ja, Vereinigung. Nein! Nice. Meine nicht Birne gut. Ist so krank. Ja. Was sagt ihr, Mika? Wir sind so durch. Ja. Nee, weil ich sie dachte grade, Medium. Weil sie gerade gesagt hat, Vereinigung. Meine Birne ist so krank. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Wir denken halt dieselbe. Hinter uns ist die Jägerin. Ja, dann besser weg. Ja. Sag mal, die ist noch nicht gesehen. Sag mal, wenn sie kommt. Okay, kalter Rückenschau meldet sich. Sie steht hinterm Zaun. Da ist Rocco. Rocco hier hinten. Hä? Was hat die? Sie kommt. Okay, ah. Weg. Nein, nicht zu mir. Ich hab den Generator fertig gemacht, ich hab's geschafft! Nice. Und jetzt bin ich entgekommen. Jetzt entkomme ich, ich entkomme noch. Ich bin entkommen. Schnell nice. Die Putze. Einmal durch. Und dann nach rechts. Oh mein Gott, die ist genau hinter mir. Ach du Scheiße. Scheiße. Oh, ich hab's genau geschafft. Hingepasst. Ich hab den Generator mein noch fertig Spiel, gemacht. Mein Spiel buggt leider ein bisschen. Saubere Arbeit. Sauber, cool. Hm? Hi, Chloe, ist hinter dir? Jo. Oh, ich bin grad, ja, alles klar. Duck dich, mich wenigstens. Duck dich, duck dich. Duck dich, da kommt sie. Ja, wieso hältst du mich nicht? Ja, ich auf der Hauptstraße, ich sehe sie nicht. Ich habe sie gerade noch gesehen.
Ist doch egal. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Arzt. Ich hab das auch bald. Ach, da sitzt ja der andere Jake. Mal warten. Wo? Ja. Hinter dir. Nein, kommt. Ja. Lauf, da ist sie. Wo ist sie denn? Die ist hinter uns. Ja, ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Ja, das ist nicht unser Problem. Oh. Dieses, ich geh mal in... Richtig schüchtern. Das Meyers Haus? Oh mein Gott. Wir haben nur so gemeint zu mir. Oh Gott. Am Krankenwagen waren. Ah, ich bin gerade im Haus bei dem gelben Generator. Was? Im Krankenwagen? Ja, hier ist ein Krankenwagen. Ambulanz. Aber Krankenwagen? Was? Krankenwagen. Was? Ja, wenn der Krankenwagen Unfall hatte, kümmert sich der Krankenwagen um den Unfall im Krankenwagen. Ich hasse euch alle. Oh, das ist so furchtbar. Oh, so lustig. Ja, ja. Okay, da kommt sie, ich hau ab. Mika, sie läuft da lang, wo du vorhin lang gegangen bist. Nein! Oh mein Gott! Oh, Gott. Ich sehe sie. Ja, sie ist hinter mir! Kommt sie auf einmal her! Nicht ins Haus, da ist sie ja! Ach du Scheiße! Was? Die hab's vorhin gesehen, Alter! Auf, wie geil! Wow, das war knapp. Ja. Oh, ich hab den Generator fast fertig. Hier. Oh, hi! Oh, sorry Mario, war nicht meine Absicht. Ich hab doch zweimal gesagt, ich nicht ins Haus. Entschuldigung. Hab gar nicht gehört. Ach, da hinten seid ihr. Ja, aber sie ist auch hier. Ja, Leon, ich seh dich da hinten. Ich seh dich auch. Meinst du vielleicht mit blind? Hallo. Oh Gott. Ah, lauf! Wäre die Anna gewesen. Gott, wo seid ihr? Ich laufe in die Schule. Ja, da sah deine Nähe sich ja auch. Ich laufe gerade in das eine Haus rein. Ich bin in der Schule. Wir sind hier. Alles klar. Ist sie hinter dir? Okay, hinter dir? Weiß ich nicht. Also sie ist nicht hinter mir. Wenn mich einer heilen könnte, das wäre Premium. Ich geh zum nächsten Generator am Tor. Ich geh gerade ins Haus rein. Ja, ich sehe, ich weiß, wo du bist. Ich komm gleich zu dir. Oh Gott, die sind in der Nähe. Oh, Scheiße. Wo ist er? Da in der Richtung, wo ich hinguck. Ach, das Haus da hinten. Ja, da am Generator. Weil ihr habt mich gesehen, Scheiße, ihr habt mich gesehen. Pass auf, Mario, sie wirft. Ja. Wo ist der Generator, den du fast fertig gemacht hast? Echt? Der war im Haus drin. Ganz hinten, ganz oh hinten. Oh Gottes Willen, nein. Nein! In die Richtung, in die Richtung. Ich hab's dir am Arsch kleben. Mika, pass auf, wenn die jetzt da rumrennen, dann sehen die dich direkt, ne? Das tun sie aber nicht. Ich mach den Generator. Mach. Oh Gottes Willen, ich werd hier nicht los. Oh Gott, hi Philipp. Nein! Scheiße, das ist ja auch nicht. Aus dem Fenster. Ja, von draußen durch das Fenster. Ich bin aus dem Rund gelatscht. Gott, ich hab Angst. Also ein Generator ist noch draußen und ein Generator ist noch in der Grundschule. Ja. Ah, wo seid ihr Leute? Ich bin in der Nähe von dem, der den Generator gemacht hat. Es waren zwei. Ich sehe dich. Ist sie noch bei dir? Sie ist in der Nähe, aber ich habe kein Herzklopfen. Oh ja, wunderbar. Danke, Leute. Jo. Und ja, wir haben Läuse gefunden. Oh Gott. Okay, hier nicht. Also Grundschule. Grundschule, ja. Grundschule, da ist einer. Vorher noch mal den Keller abchecken. Ja, mach. Da ist wahrscheinlich auch noch ein Generator dran. Ich guck gerade. Ja, hier unten im Keller ist noch einer. Oh, nice. Aber keine Kiste. Als falls mich einer sucht, ich bin im Keller. Mhm. Ich sehe die Jägerin. Ich hab's auch gerade gehört. Kommt her. Hinter uns beide.
Nein! Scheiße. Marco, wie geht's dir? Schlecht. Scheiße. Hast du einen Killer am Arsch kleben? Alles gut. Killer am Arsch. Killer am Arsch. Ah, der Truhe, sehr schön. Nee, Finger vom Generator, ja, den haben wir gerade so schön gemacht. Ein gelber Werkzeugkoffer, ja, warum nicht? Ja, besser als nicht. Könnte ich gut gebrauchen. Nee, das ist auf jeden Fall besser als ein Kackbraun. Ja, ist diese braune Scheiße da. Ja, aber Scheiße ist eigentlich... gar nicht weit. Außerdem kommt sie gerade wieder zu mir. Ich habe 70% ungefähr. Nice, sie geht doch gerade in die Schule und hört da wahrscheinlich jemanden am Generator. Ich bin bei einem Drittel. Ich finde die Generatoren nicht mehr. Aber hier ist ein Totem, das schnapp ich wieder. Hinten bei der Hauptstraße ist eins. Zehnte. Einen oben. Fertig. Nice. Ach, da unten im Keller? Ja. In der Grundschule? Nein, nicht in der Grundschule. In der Grundschule ist im Keller keiner. Doch, voll oft. Deswegen dachte ich, dass du da bist. Die kommt übrigens zu dir. Ja, ich brauche aber auch nur noch ein Fünftel für den Generator. Rocco, wo bist du eigentlich? Zack? Den wollte ich auch zu Ende machen. Wo weg? Ah. Wir haben dich nicht getroffen. Ich hab keine Ahnung. Hi Leon, ich bin hinter dir. Echt? Ich hab die Luke gefunden, die ist mitten auf der Hauptstraße. Was? Ja. Finde ich ein bisschen offensichtlig. Nee, mein Gott! Nee. Wow! Oh Gott. So wie das gerade klingt, wird Rocco gerade das zweite Mal in die Jungfahrt. Ja! Nur das zweite Mal. Nein, Tobi! Na, Tobi! Oh Mann. Hallo, Mekusch! Hallo! Ich glaube, hallo, die Damen! Was machst du da, Knie? Ich verbeuge mich. Ja, siehst du, Mika versteht. Sitzkreis, Alter. Okay, nee, wir tanzen ein bisschen auf. Kannst du auch tanzen? Wir retten dann unseren... Ich kann klar tanzen. Nein, nicht du, Mario. Ich kann nicht tanzen. Nicht? Kann ich überhaupt nicht, nee. Ich kann's könnt ein ihr? Bisschen. Was denn? Schnell weg, die sieht. Keine Ahnung. Das ist so ein Disco-Tanz, okay. Oh Gott! Weg, Leute! Also schon. Aber ich kann auch so, weißt du, nennt man das? Wenn du auf der Hochzeit so langsam tanzt, dann kann ich. Langsamer Walzer. Ja, oh Gott. Ja, das kann ich auch. Hallo! Ich mach grad den anderen Generator auf. Aber ich bin jetzt kein Tanzpro. Den anderen Generator. Ich kann das. Das andere Tor meinst du, oder? Ja. Könnt ihr mich lotsen, wohin ich gehen soll? Raus. Ja. Sehr gut! Am Mika bei dir aber, ja, die Luke. Komm her, links, rechts. Rechts. Hallo. Bleib mal stehen. Da hinten ist der Ausgang, siehst du ihn? Ah, okay. Ich hab einen Plan, du gehst raus und ich geh durch die Luke. Okay, hau einfach. Einfach geradeaus, Rocco. Wie viele Punkte machen will. Ach, da ist die Luke. Ja. Hey, hier die Luke. Was? Mitten auf der Kreuzung. Ja, mitten auf der Kreuzung. Okay, einfach. Schön, ne? Schau mit V. Tschüss. Ui. Und tschüss. Tschüss. Ah, schönes Spiel. Na gut. War eine gute erste Runde. Ja. Das kann ich gut nehmen. Boah, deine Punkte, Alter. Wer, Mika? Ja. Mika, ich hab, ja. Jetzt 44.000 Blutpunkte bekommen, weil ich nur ein tägliches Ritual gemacht habe. Ich hab nur Killer-tägliche Rituale. Das ist voll gay. Ich habe heute ein Ritual weggemacht, hier das Axtritual für die Jägerin kriegt dann das Glockenritual, ja. Mhm. Danke Spiel, natürlich auch. Ding dong. Ding dong, ja bitte. Bing bong, bing bing bong. Mexiko ist Mexiko. Ah, Fax reicht nicht. Naja. Level 40. Level 42. Let's go.
Ach, Jörg? Hab ich das da hier? Geh wir an der 3 zusätzliche Fluchtversuche vom Haken. Die Chance, dich aus Bärenfallen zu befreien, ist um 25% erhöht. Das ist gerissenes Fleisch auf dem Maximum. Das heißt auf dem Maximum gerade bei mir. Das ist auf dem Maximum. Das ist der Maximum. Oder Maximum. Das ist der Maximum. Der Maximum. Der Maxi-King. Der Maximal-Smoon. Nee, das ist lecker. Das ist mag ich auch gerne. Zu viel Zucker. Kommen Sie rein, haben wir Spaß. Nein. Wie war das nochmal? Hör mal, ich verstehe dich. Wir sitzen ja im selben Boot. Wir dürfen nur nicht auf derselben Seite sitzen. Da ist was dran. Was jetzt schon wieder? Hab ich irgendwas falsch gesagt? Nö, alles gut, alles gut. Ja, du auf einmal so anfängst. An der Telefon. Ja, einen Moment bitte. Dass er sich nicht mutet. Er sagt er doch nicht. Ach, Leon. So, bin wieder da. Ja, alle mit Werkzeugkasten hier. Ja, ist ja egal. Den ich in der letzten Runde gefunden habe. Ja, eben. Behalte den einfach. Ich mach Claudette noch Level 50 und dann mache ich erstmal Jake und Peggy und so weiter. Ich spiele jetzt erstmal nur mit Jake, sammle die ganzen Blutpunkte für Peggy zusammen. Ich spiele die guten Perks für die Kriege. Leute! Alter! Alles von dir! Und kein einziges ist von mir. Diese eine 25% sind vom Killer. Weißt du noch, Mario, diese eine Runde, war das gestern? Diese eine Runde, wo wir dann halt diese ganzen Schlangen. Nee, das war vorgestern, ne? Das war vorgestern, genau. Genau. Da haben wir ja alle einmal diese komischen grünen Luftschlangendinger da benutzt. Ja, gestern? So, das war das Samstagabend, oder nicht? Nee, das war Freitagabend. War das nicht Samstag? Nee, das war morgen. Nee, das war Freitag. Totale Verwirrung. Freitag, wir haben jetzt Sonntag, das war das vorgestern. Freitag war das. Wir haben Montag. Ja, sag ich doch, wir haben Freitag. Keine Ahnung. Doch, jedenfalls war das eine ziemlich nice Runde. Da weiß ich ganz genau, weil am Samstag musste ich ultra lange meinem Bruder mit dem Umzug helfen. Da konnte ich. Boah, die Map haben wir so selten, Leute. Nee, wir haben Schlachthaus. Wir haben Samstag gezockt. Das kann nicht sein. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich weiß noch nicht mal, was ich heute zum Frühstück hatte. Gut. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich die erste Runde nehmen werde. Ach, hi. Hi, ich will auch halt sagen können. Dann beziehe ich mich mit dem Pillow. Rocco, lauf. Okay. Oh Gott, wer ist es? Ich hab's nicht gesehen, aber ich hör's. Leute, wie wird mein Sunny Kasten entgangen? Es ist Leatherface. Oh Gott, nein. Nein. Das war der besoffene Affe. Oh, nee, das war Curry, der Leatherface nachgemacht hat. Scheiße. Nein. Auf jeden Fall habe ich Leatherface selten langlaufen gesehen. Und ich warum sehe ich dich nicht, Rocco? Ich sehe auch nicht, wo er liegt. Ich sehe, wo er liegt. Wieso kann er mit einem Schlag einen umhauen? Das ist der Kettensägen-Typ wieder. Einmal Kettensäge bist du direkt. Bei dem ist es kein Sprint mit der Kettensäge, bei dem ist es ein wildes um sich herschlagen. Ich dachte ein Tanz. Komm, sagt immer, das wäre ein Tanz. Und dann macht ihr diese Geräusche. Ach, da hinten und ach, da vorne bist du, Leon. Ja. Ja, genau meine Richtung, dankeschön. Die da zusammen sind. Ich mach gerade gerne Rat, kann einer von euch den Rocco abhängen. Oh Gott, Leatherface ist gerade an mir vorbeigelaufen, aber der hat mich nicht gesehen. Ja, jetzt kommt er weg. Achtung, Mika, der ist in der Nähe. Nee. Nicht mehr. Zumindest war er bei mir gerade. Er geht jetzt. Er kommt zum Rocco. Achtung, Achtung. Er kommt direkt dahin. Lauf.
Aber bist du nicht in der Richtung? Oh, ja, nein, jawohl! Ah, warum nicht gleich eins aufs Maul? Ja, ist bei mir. Mano! Mensch, Lederfresse! Er hat mich gesehen. Komm nicht in meine Richtung. Nein. Kommt ja sofort mit mir. Er ist hinter dir, Mario. Ja. Leck ihn ab. Ich kann dich nicht heilen. Irgendwie zeigt ihm, ich habe einen Sanikasten in der Hand, aber ich kann ihn nicht nutzen. Komischerweise. Echt jetzt? Ja. Hast du gerade... Oh Gott, er ist hinter mir her, immer noch. Ich muss mal gucken wegen der Scheißkiste. Oh. Weil ich hab auch gerade einen Sunny-Kasten, wenn ich damit keinen heilen könnte, wenn ich wäre. Wer ist das? Achso, da bist du. Hey, ich glaube, jetzt hat er uns beide verloren. Ja, mich sieht er noch. Achso, okay. Dann hat er mich ja zum Glück nicht gesehen. Jetzt bin ich ihm, glaube ich, entkommen. Kiste. Jetzt ist er weg. Oh, Gott sei Dank. Ja, er ist weg. Ja, dafür kommt er jetzt zu mir. Hallo. Nee, ist nicht. Ah, hallo? Ach du Scheiße! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ja. Wow, nein, der hat mich! Hallo. Hi, Rocco. Ich helf dir. Hab noch einen Sanikasten. Der hebt mich nicht auf. Doch, er hat jetzt hebt er mich auf. Er hat erst gegen den Generator getreten. Hi, Jungs. Hallo, wisst ihr, wer auch noch ein guter Killer wäre? Wie wird denn bei Dennett? Jason? Nein, jetzt nicht. Jason. Ja, abgesehen von Jason meine ich jetzt. Blair Witch. Okay. Da ist er. Gott, scheiße. Er rennt Rocco hinterher. Könnte mir einer helfen? Ich nicht. Mario, du hockst da. Oh Gott. Ja, der ist da. Oh Gott. Wo ist denn der Killer? Scheiße. Wer rennt denn da vor dem Killer weg? Ich hab getäubt. Wer rennt da vor dem Killer? Ich renn vom Killer weg, ja. Ja, Rocco, dann komm mal in meine Richtung, hilf mir mal. Okay. Nein, warte, bleib im Maisfeld, der ist gerade hinter dir her. Der ist hinter auch her. Scheiße. Mario, jetzt hilfst du mir dann wenigstens. Nein, warte, er ist gerade bei mir. Ja, ich sehe ihn gerade. Eine einzige Schnitzeljagd hier. Totale Verwirrung. Richtige Schnitzeljagd hier. Ich war im Generator, sag mir schon. Schnitzeljagd, ja. Ja, genau. Ist der? Ich seh ihn! Oh Gott, Mario! Ach du Scheiße! Ach, hilf mir doch mal einer! Irgendwie was! Ich hab mich gleich! Nein, Rocco! Ja, jetzt komm, hilf mir du! Lenk ihn ab! Ach du Scheiße! Nein, Scheiße! Oh, sexy! Jawoll! Alter! Jawoll! Gleich aufs Maul! Nein, nicht ich! Nein! Das ist schon gestruggelt, ne? Ja, und Rocco auch. Ja, ich bin so sexy, jawoll. Wow. Oh, sexy, wupp, auf Gangnam Style. Ja, genau. Na, bring grad den Rocco weg. Ach du Scheiße, Mario läuft schon wieder. Danke, Mika. Ich hab einen Karten gefunden, Scheiße. Ja. Sorry, Rocco. Ja, Rocco sagt tschüss. Naja. Und der Haken ist, was bleibt. Oh, Achtung, Mika, er geht in deine Richtung. Viele Generatoren sind noch zwei. Mika hat dich gesehen. Der hat er nicht? Wow. Den Generator da hinten. Ich warte gerade da hinten. Also den habe ich fast fertig. Der guckt da gerade. Der tritt wahrscheinlich dagegen. Siehst du bei mir auch diesen Sanikasten in der Hand? Ja. Ich kann ihn nicht benutzen. Was? Guck mal, ich müsste sogar da irgendwo in der Gegend, wo der Generator da. Nee, bin ich nicht, schade. Nee, da wo ich gestorben bin, Mika, ne? Die Items Junge, bleiben ja zurück, wieder runter, wenn man stirbt. Ja. Da wo ich gestorben bin, müsste jetzt ein gelber Sanikasten. Ja.
Mario ist sein fast fertig. Ja. Warum ist bei Rocco der Totenschädel eigentlich anders als bei dir, Leon? Ich hab mich auch gefragt, warum ist denn der so normal? Weil als hätte er Rocco direkt getötet. Ja, eben. Oder auch. Was hat der da irgendwie geflüstert? Der sucht dich. Wahrscheinlich hat er geflüstert. Okay. Fertig. Aber bleibt hier, ne? Wirklich? Wo ist er? Nee, ah, hier ist noch ein Generator. Aber Mika, du warst mit dem anderen fast fertig, ne? Nicht mal Hälfte. Hier ist nämlich auch noch einer. Ach komm. Ach ja, er hat mich gesehen, ja. Spring, beeil dich! Ja, oh. Gott, ich will. Ich brauche noch ein Viertel. Jetzt da komm, Leder. Fenster springen oder? Sollen. Wow, zieh! Oh. Alter, ja, stimmt, der kann mit der Kettensäge auch Paletten zerstören. Das noch mal eine, das noch eine. Ja, ich seh schon. Ja, nein, nice one. Okay, da und da. Mario, lauf weiter. Das stopp, ist falsch! Nein, pass auf! Kann das? Hier ist die Luke. Nice. Okay. Mika, du musst schnell rausrennen. Das bringt auch nichts. Der ist direkt hinter Mario, der klebt ihm am Arsch. Mario, nein! Das ist eine Sackgasse! Achso, ja. Jawohl, da ist der Keller! Oh nein. Nee, nein. Doch, direkt vor seiner Nase ist der Keller. Ja, yeah. Aber ich häng zum ersten Mal. Mika, das ist keine gute Idee. Er kommt hoch. Boah, das war... Wow. Ultra knapp. Nein, mach mir, lass es. Mach's nicht. Mach ich auch nicht. Der will nur winken. Du weißt, wo der Ausgang ist? Nicht so ganz. Durchs Fenster. Wenn du jetzt hochkommst, direkt durchs Fenster. Geradeaus oder? Nein, hier um die Ecke. Komm. Sofort, komm. Ihr schafft das. Lauf vor. Geradeaus. Boah, danke, Mika. Ihr schafft das. Oh, danke. Lauf einfach durch. Ja, danke. Sehr schön. Da war er direkt. Geil. Der schlägt doch voller Wut auf den Ausgang. Ja, nein! No, ich bin Rang 15, glaube ich. Runter auf Rang 17. Bald Rang 12. Rang 12, Alter. Fast. Mir fehlt nur ein Balken. Fand ich nicht geil. Zeigt er mir sogar Rang 12 an, aber das ist noch verkehrt. Ach, scheiße. Ja. Aber ich hab wohl nicht nur 15. Meint ihr, Leute, sollen wir die Runde nehmen? Allein wegen der ersten Runde fand ich das gut. Aber wir können noch eine weitere Runde spielen. Ja, aber dann machen wir noch ein bisschen Zeit. Aufnahme, wenn wir noch eine schöne Runde da haben, dann nehmen wir die. Ja, genau. Ist halt scheiße, dass jetzt du und Rocco schnell gestorben seid. Geschnibbeltes, muss ja, leider. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen was zum Schneiden hat, ist das da gar nicht so schlimm. Ja. Kann man drüber wegsehen. Muss man aber nicht. Man kann da haten, muss man aber nicht. Wenn man unbedingt ein Arsch sein will, macht man das. Wenn man keine Hobbys hat, dann auch. Alter! Ja, ist doch wahr! Im Internet, die Hater mal voll die Angeber und tun auch voll, ja Mann, ich hab so einen Bizeps. Und dann, wenn du den Real Life siehst, nicht schlagen. Okay. Ganz ehrlich. Ich weiß, was du meinst, Leon. Wenn du dich dann in Real Life damit konfrontierst, hab ich mal gemacht, ne? Es gibt ja wirklich Leute, YouTuber, die konfrontieren ihre Hater mit dem, was die schreiben. Das habe ich auch mal bei einem gemacht. Im Internet haben die großes Maul. Wenn du die dann in Real Life siehst, dann haben die ja das engste Arschloch überhaupt, ich sag's dir. Das muss ja natürlich nicht bei allen sein. Es kann sein, dass da der ein oder andere Hater bei ist, der wirklich ein Bodybuilder ist. Aber die meisten, die haben die engsten Arschlöcher ever. Egal. Hören wir jetzt mal. Wir müssen das Thema nicht weiter ausweiten. Also ich sag mal, wir beenden ja, das will man wirklich nicht weiter ausweiten, nein. Ja! Ach du Scheiße!
Ja, okay, okay, lassen wir das für heute. Ja. Das reicht für eine Aufnahme. Ja, das reicht definitiv. Okay, ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir und den anderen beiden Daumen hoch da. Danke nochmal an Rocco, auch wenn er nicht mit aufgenommen hat. Und ja, ansonsten schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Übrigens, Mika hat jetzt auch einen Kanal. Der wird auch noch rein verlinkt. Und ja, ansonsten sagen wir auch dann direkt, bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Oder wir wünschen euch was. Ciao. Jo, mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hab jetzt, ich hab deine Ciao jetzt rausgeschnitten, Leon. Das war schon nicht mehr drin.